Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, und es steht Festungsschlachten an, zwei Stück an der Zahl und dann halt noch eine Schlacht, zwei Gelden gegen einen. Momentan, du hast einen fetten Angriffsbonus, das heißt, ich habe hier quasi diese Festung schon aufgegeben im Prinzip Minas Tirith werde ich wahrscheinlich auch verlieren. Wir werden sehen, ob irgendwo ich was irgendwo reißen kann. Momentan sieht es halt wirklich arg schwer für mich aus. Aber ja, ich werde nicht aufgeben. Auch, ja, wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich spiele so schlecht, dass ich vielleicht innerlich aufgegeben habe. Ich werde versuchen, das zu ändern. Denn ich habe schon ganz andere Gefechte gedreht. So, okay, ja, wir gehen mal auf. Mal. Okay, ja. Gut. Wir gehen einfach mal auf den Kampf und dann schauen wir mal. So, flupp. Okay, so ich habe jetzt, ich greife halt im Grunde genommen halt nur mit einer einzigen Armee halt an. Das ist halt so ein Stück weit mein Nachteil. Aber wir werden das trotzdem gut machen, denke ich. Wie gesagt, wir haben mehr Fähigkeiten. Wir sind auch deutlich, deutlich stärker und besser momentan. Das muss man so einfach halt auf jeden Fall sagen. Und da werden wir auf jeden Fall versuchen, definitiv an der Sache anzuknüpfen. So, wir werden auf jeden Fall als allererstes bauen wir mal eine Festung. Wir gehen auch direkt mal mit Elrond, gehen wir mal hier in die Mitte, um uns hier mal die Gebäude zu snacken. Dann bauen wir als nächstes, das ist nämlich auch der wichtigere Baumeister, mal das hier. Und dann bauen wir wieder mal das Ganze so hier auf. Zack, 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 zack. Sammelt euch, Elben! So, dann holen wir uns hier gleich mal die Rohstoffe. Bin mir noch nicht sicher, inwieweit ich dann jetzt hier gleich noch einen Angriff wagen möchte. Bin ja hier erstmal, das war ja das letzte Mal ein bisschen kurios. Das Gebäude ist fertig. Wir haben so, noch Gebäude ist fertig, das klingt schon mal sehr gut. Baumaterial ist unterwegs. Unser Volk ist in Gefahr. Er wird halt nicht angreifen können, ne? Also, besetzt dieses Gebiet. Schnell. Erobert dieses Land zurück. Hier ist auf jeden Fall noch ein Gebäude, ansonsten ist hier kein Gebäude mehr. Heißt, wir werden uns erstmal auf die Gebäude konzentrieren. Das ist soweit erstmal die wichtigere Variante. Und werden dann versuchen, von hier oben einfach mal reinzurennen. Vorwärts! Wir dürfen nicht zögern! Oder war hier sonst noch irgendwo ein Gebäude, was man sich vielleicht mal erobern könnte? Nee. Geht so, ne? Das heißt, wir machen erstmal eine ganz, ganz grundsolide Produktion. Ja, das ist erstmal ganz wichtig. Wir müssen es erobern. Kommt man hier noch irgendwie rein? Ja, hier können wir mal auch rein. Dann gehen wir hier gleich rein. Oder hier? Ja, hier können wir auch rein. Das ist egal. Also ich sag's mal so, mit einer Helden, mit richtigen Einheiten hier im Hintergrund, hätte ich das hier auf jeden Fall gehabt. Ne? Das wäre halt auch kein Problem gewesen. Also das wäre wirklich easy peasy geworden. An der Stelle. Bruchtal darf nicht fallen. Achso, okay. Das geht doch nicht. Besetzt dieses Gebiet. Wir dürfen nicht zögern. Ja, dann geht das scheinbar doch nicht, ne? Das Auge ist auf Bruchtal. Wir haben eine neue Festung. Besetzt dieses Gebiet. Werkzeuge bereit. Unsere Stadt wird größer. Baut dieses Land auf. Ich komme ihm nicht zu nah. Er speit Feuer. An. Bruchtal darf nicht fallen. Schnell. Der Feind kommt über uns. Ja, das macht ja nicht so viel Schaden. Das geht ja noch. Ich bin bereit. So, wir wollten auf jeden Fall ganz gerne die Schmiede, hätte ich ganz gerne an der Stelle. Wie gesagt, wir haben ja jetzt hier die Spähposten, ne? Vorwärts. Wir dürfen nicht zögern. Wir haben ein neues Gebäude bereit. Ist ja allerdings auch noch gar keine, ich nenne es jetzt einfach mal, ja, Einheit zum... Warte mal, dann bauen wir das mal hier oben hin. Baut dieses Land auf. Mögen unsere Waffen siegen! Hier entlang Elben! Vorwärts! Besetzt dieses Gebiet! Vorwärts. Ich glaube, ich habe hier einen Baum schon gesehen. Wir dürfen nicht zögern. Den Baum habe ich hier schon gesehen. Vorwärts. Die Gebäude Vorwärts. Des Feindes sind nah! Der Feind kommt näher! Der Feind kommt näher! Unsere Stadt wird größer! Wir haben eine Kaserne errichtet. Wir dürfen nicht zögern. Baumaterial. Ein vortrefflicher Bauplatz. Wir haben noch viel zu tun. Wo sollen wir bauen? Bruchtal darf nicht fallen.
Hier entlang Elben. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt sieht, dass ich hier rein lang renne. Aber es ist halt auf jeden Fall. Baumaterial. Baut dieses Land auf. Ist schwierig, glaube ich, dann für ihn. Treibt sie zurück. Das Gebäude ist fertig. Sie wollen unser Gebäude erobern. Ja, wo denn? Das obere? Das hier? Oder welches denn? Ah, das untere will er erobern. Achso. Okay, dann muss ich hier mal ein paar Einheiten bauen. Ich bringe das Baumaterial. Sie haben unser Gebäude eingenommen. Siegen. Treibt sie hinaus. Unsere Stadt wird größer. Werft sie nieder. Werkzeuge bereit. Es gibt viel zu tun. Beschützt den Baumeister. Okay, der Baumeister ist vermutlich hin. Aber gut, das ist jetzt, das ist nicht so wild. Verfluchte Bestien. Zur Seite. Wir haben neue Rüstung. Wir dürfen nicht zögern. Ihre Gebäude. Baumaterial. Wo sollen wir bauen? Baut dieses Land auf. So, hab ich schon wieder einen Baumeister gebaut? Ja, den habe ich sogar schon gebaut. Werft sie nieder. Die Schlacht hat begonnen. Hier endet ihre Bosheit. Das Baumaterial ist hier. Linie bilden. So, wie sieht's hier unten aus? Und die geschmiedeten Klingen auf jeden Fall machen. Die Stallungen sind bereit. Weil die machen schon ganz schön viel Schaden, die Dinger, ne? Muss man auch sagen. Aber wieder eine Einheit weniger auf jeden Fall. Ich bringe das Baumaterial. Sie attackieren unsere Rohstoffe. Es gibt viel zu tun. Ja, okay. Aber es war ja mehr oder weniger sowieso nur eine Ablenkung. Bei ihnen eine Ablenkung nur. Ich bringe das Baumeister erschlagen. Oh, der Baumeister. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Das schadet jetzt auch nicht. So, dann bauen wir das hier oben mal weiter an. Zack. So, dann bauen wir hier meinetwegen auch nochmal ein, zwei Baumeister. Verfluchte Bestien! Wir haben das Gebäude. Reißt alles ein! Treibt sie hinaus! Gehen wir mit dem Wirbel, gehen wir mal hier in diese Richtung. Ja. Kann nämlich nicht unbedingt schaden an der Stelle. Ne? Haltet die Augen offen. An die Waffen! Schützt dieses Land! Vorrücken! Die Elben brauchen dieses Gebäude. Bruchtal darf nicht fallen. Reißt alles ein! Was sollen wir bauen? Treibt sie hinaus! Vernichtet sie! Joa, läuft ja gut, ne? Hat er jetzt hier die Stallungen weggemacht, oder? Ah, die Stallungen hier unten weggemacht. Es gibt viel zu tun. Wo sind meine Einheiten sind tot, oder was? Oh, das Baumaterial ist hier. Baumaterial. Bin schon unterwegs. Hier oben ist auch nochmal ein Rohstoffgebäude. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Der Bau der Stallungen ist abgeschlossen. Wir haben noch viel zu tun. Unsere Heimat ist in Gefahr. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Lorien schickt seine Bögen. Wo sollen wir bauen? Es gibt viel zu tun. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Bruchtal darf nicht fallen. Baumeister an. Ja, was halt ein bisschen nervig ist, ist die Tatsache, dass er halt momentan halt wirklich versucht, mit den letzten Resten hier irgendwas noch zu reißen. Ja, versucht halt hier die ganze Zeit hier die Baumeister halt zu killen, Alter. Das ist ja gut, ist halt eine Variante, ist halt eine Taktik. Kann man machen. Dieser Ort ist nicht geeignet. Aber die Boni sind halt viel zu stark halt mittlerweile. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Okay, die Festung ist auf jeden Fall platt. Und wir gehen jetzt einfach mal hier lang, ne? Haltet die Augen, wir müssen das Land verteidigen.
Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Sammelt euch. Ja, wobei, es ist halt scheißegal, Mann. Okay, hat es gar nichts mehr gehabt, oder was? Oder? Ja, ich hatte schon noch jede Menge Zeugs, aber wie gesagt, es war einfach nicht machbar. Du, wie gesagt, hättest du keine Festung gehabt, hätte ich gesagt, ja okay, mit ein bisschen Glück mit Baumeister weghauen und so weiter und so fort, aber dadurch, dass da noch die Festung stand und man merkt halt, meine Einheiten haben keine Chance mehr gegen dich, die Boni sind schon heftig. Die Boni sind schon heftig, ja, wir können es auch gerne mal jetzt noch an der Stelle nochmal vergleichen, also ich habe jetzt wirklich halt den Angriffsbonus halt gut gepusht, 65, 40, 50. Ja, 20, 20, 50, ne? Ja, das, und, das und merkt, dann halt das nur merkt man halt definitiv. Also ich gehe sogar fast davon aus, wenn du jetzt hier angreifst gegen meine Festung, also mein Heimatgebiet oder darunter das Gebiet, was auch immer, ne, das wird vermutlich so ein bisschen dein Plan jetzt sein, schätze ich mal, dann könnte es sogar sein, dass du dort verlierst halt, mit Elrond, ne? Ja, gegen den Bunis. Es könnte sogar sein. Also das genau. Ist, ansonsten würdest du halt eigentlich durchrennen halt im Grunde genommen mit der Einheit. Normalerweise schon. Aber wie gesagt, die Boni waren ja halt schon immer, wenn irgendjemand irgendwie die Boni dann hingekriegt hat, der gewinnt dann am Ende. Das war schon immer so gewesen. Aber ja, wie gesagt, ich werde nicht aufgeben. Habe ich gesagt. Genau. Und so wird es auch sein. Okay. Außer die Gefechte, die kann ich ja aufgeben. Ja, ist auch in Ordnung so. Also es ist auch. Jo. Okay, los. Das hat sich halt aber sehr schnell dann halt gewendet, ne, weil dir dann deine Einheitenproduktion im Hintergrund gefehlt hat. Ja, meine Einheitenproduktion hat im Hintergrund gefehlt und natürlich, du hast hier hinten das Gebiet einfach hingekriegt, was ich nicht mehr geschafft habe, dann da hinten, sag mal, oder reinzustechen, dass du halt den Gebietsboni verlierst. Das habe ich einfach nicht mehr hinbekommen. Du dagegen hast sehr erfolgreich geschafft und das war halt im Prinzip. Das, was momentan, sagen wir mal, diesen Stand hier hervorbringt. Also im Grunde genommen so in der letzten Aufnahme, die letzten paar Folgen, also die haben so ein bisschen den Ringkrieg, glaube ich. Also, das waren so die Schlüsselszenen also halt, kann man sagen. Ja, genau, die Schlüsselszenen waren wirklich die Folgen, wo ich auch meine ganzen Dinge verloren habe, also ich hätte... Denke ich jetzt, aber zumindest vom jetzigen Stand her, ne? Aber ich werde vermutlicherweise auch Minas Tirith erobern. Das heißt, das sind schon mal zwei Festungen, das heißt, die fehlen dann auch wieder die Fähigkeiten. Ja. Und das ist halt natürlich auch ultra schwierig. Ja, natürlich. Aber, ja, wie gesagt, wir werden sehen. Genau. Wir werden sehen. Okay. Okay, gut, wir muten uns. Beziehungsweise sind auf jeden Fall auch schon gemutet. Hat auf jeden Fall schon eine gute Produktion. Werden allerdings, hatten wir, glaube ich, hier allerdings kein Gebäude oder so in die Richtung, was man sich erobern konnte, ne? Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Ein kleines Baumaterial. Baumaterial ist unterwegs. Wir müssen Elrons Haus... Ich hätte vielleicht auch direkt... Ah, stimmt, ich hätte vielleicht auch nochmal mit dem Ending halt anfangen sollen. Nicht willkommen. Ich weise euch den Weg. Sie greifen an! Der Feind ist jetzt hat er es gesehen mit dem Tor, okay. Verjagt sie! Bleibt wachsam! Für sie ist hier kein Platz! Schaut euch um mich, Freunde! Wir haben eine Freude! Wir müssen das Land verteidigen! Legt alles in Trümmer! Ich bringe das Baumaterial! Es wird Zeit, etwas zu bauen! Vergesst eure wichtig sind halt auf jeden Fall jetzt erstmal... Hierher eben! Vorwärts! So, wir schauen hier einfach nochmal an der Seite, ne? Wie gesagt, wir haben ja... Wir haben, was das angeht, haben wir ja genügend Möglichkeiten, ne? Haltet nach dem Feind Ausschau. Wir müssen das Land verteidigen. Hier entlang Lanzen. War hier nochmal irgendwie was? Ja! Weiß ich jetzt gar nicht. Reitet ein Ortsstamm! Oh ja, hier unten. Reißt diesen Horst des Bösen nieder! Wo sollen wir bauen? Bin schon unterwegs. Holen wir uns die Wälder zurück! Lässt sich aber auch nicht angreifen, ne? An der Stelle, ne. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Säubert das Land. Schade. Aber gut, wir haben jetzt ja hier auf jeden Fall die Rohstoffe, ne? Und dann passt das auf jeden Fall auch schon mal. Das ist schon mal schön. Ja, okay, wir haben jetzt hier 98% die Festung. Das ist schon mal schön. Der Feind rückt vor. Das Gebäude ist fertig. Oh, welcher Feind rückt vor? Es wird Zeit, etwas zu bauen. Sie gehören nicht hierher. Wir haben noch viel zu tun. So, dann können wir hier auf jeden Fall auch schon mal den Ending auf jeden Fall bauen. Ein vortrefflicher Bauplatz. Lanzenträger, kommt hierher. Ja!
Sammelt euch! Das ist der Weg! Wir müssen ihre Schritte erahnen. Und hier gleich mal noch einen davon. Warte mal, wir könnten, was wir noch machen könnten, ist, wir könnten hier oben nochmal lang gehen. Da war hier, glaube ich, bestimmt auch nochmal irgendwie so eine Ork-Höhle auf jeden Fall. Ja? Hört genau zu. Die Schlacht hat begonnen. Schon zu lange befleckt. Baumaterial. Es gibt viel zu tun. Ich bin bereit. Bin schon unterwegs. Holen wir uns die Wälder zurück. Weiter. Der Endting ist. Hat er ein Katapult gebaut? Nee, ne? Hat er nicht gebaut. Okay. Werkzeuge bereit. Ja. Kein guter Bauplatz. Elben des Waldlandreichs. Hat er hier oben was gebaut oder wie? Hier also nicht, müssen wir mal sehen. Elben, folgt mir. Folgt mir, Elben. Ein kleines Orklager. In den Wald, rasch. Ich bringe das Baumaterial. Okay, gut, dann bauen wir hier einfach hier unten nochmal auf. Trefflicher Bauplatz. Ja? Wir müssen das Land verteidigen. Rottet alles Böse auf. Die Stadt wird größer. Wo so, wir die bauen? Stadt wird größer. Yay. So, dann können wir hier auf jeden Fall endlich mal ein End bauen. Zack. Ja, dann bauen wir auf jeden Fall auch gleich noch zwei Ends und dann ist es auch noch, ne? Ich glaube, ich habe bisher auch noch gar keine Einheitenproduktion gebaut, also in die Richtung, ne? Hört genau zu. So, und ich würde sagen, wir setzen die Schlacht dann einfach in der nächsten Folge fort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis denn, Leute. Tschüss.